Boah, hier bin ich gestresst. Ich rauche jetzt erstmal eine. Ist echt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Stress gehabt. Der Kleine will nicht schlafen. Muss ich echt erstmal eine rauchen. Gemütlich, ganz gemütlich auf dem Balkon. Hey. Oh, jetzt raucht doch nicht schon wieder. Hey, du hast vor einer halben Stunde erst eine geraucht. Nur wegen so ein bisschen Pipapo mit dem Kleinen. Das ist doch irgendwie. Halt's halt noch wenigstens noch mal eine halbe Stunde aus. Das ist echt ein bisschen arg. Muss ja auch nicht immer sein. Oh ja, aber eigentlich ist es doch echt eh schon wurscht. Hey, rauchen tue ich so oder so. Auf die halbe Stunde kommt jetzt eh nicht an. Nur spätestens in der Stunde rauche ich ja eh wieder eine. Also von daher, mein Gott, hey, ist doch echt schon egal. Oh, jetzt halt's halt mal aus. Sei mal nicht so schwach, hey. Andere rauchen auch überhaupt nicht. Die ganze Zeit musst du da irgendwie dich hinter deiner Zigarette verstecken und irgendwie musst du dich da zurückziehen, alleine auf dem Balkon und so völliger Bullshit. Du machst dich ja eh nur kaputt, du bist noch voll jung eigentlich dazu, ey. Also willst du doch sowieso schon die ganze Zeit aufhören. Also, fang halt jetzt an. Oh nee, also wenn ich aufhöre mit Rauchen, dann mache ich das ab morgen vielleicht oder so, aber nicht jetzt sofort. Heute habe ich eh schon geraucht, dann kann ich auch den ganzen Tag noch rauchen. Rauch mache ich ab morgen nicht mehr. Oder was ich, oder nur 3 am Tag erstmal, so Stück für Stück vielleicht, ein bisschen langsamer aufhören, dass halt nicht gleich so radikal ist. Stück für Stück klappt sowieso nicht, das weißt du sowieso. Hast du eh schon oft genug probiert und außerdem entweder ganz oder gar nicht. Das ist so bei allem so bei dir. Also, es ist nur wieder Selbstverarschung, um langsam aufhören zu rauchen oder was weiß ich was. Lass es jetzt einfach und rauch einfach, was weiß ich, heute Abend vielleicht erstmal wieder eine. Und dann machst du dir wieder neue Gedanken vielleicht. Oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ey, da die ganze Zeit rum zu überlegen und so vernünftig. Am Ende sterbe ich sowieso, also warum soll ich nicht einfach jetzt eine Zigarette rauchen? Diese eine Zigarette macht ja mal gar nichts aus. Ist doch echt völlig für den Arsch schon eigentlich. Mein Gott, hey. Nur dieses Gesundheits-Blabla. Im Grunde klappt es ja sowieso nicht, wenn du es mal probierst. Hast du ja schon oft genug gemacht. Dazu gibt es eine kleine Anekdote. Und die handelt von einem Indianer-Großvater mit seinem Enkel. Und der Großvater erzählt seinem Enkel: In meiner Brust kämpfen 2 Wölfe gegeneinander. Einmal der Krieg und die Wut gegen Freude und Liebe. Und dann fragt der kleine Enkel: Und wer gewinnt am Ende? Und der Großvater sagt: Der, dem ich mehr Energie gebe.